Und es lohnt sich, die Plätze einzunehmen. Und ich habe jetzt die offizielle Aufforderung bekommen, noch etwas auf Zeit zu spielen. Ich hoffe, ihr nutzt die von mir in die Länge gezogenen Sätze, um jetzt wirklich eure Plätze einzunehmen. Denn wir kommen nun zum Tätigkeitsbericht der Fraktion Die Linke im 16. Deutschen Bundestag. Hier steht in besonders charmanter Art und Weise formuliert, der Berichterstatter ist der Genosse Gregor Gysi. Nach diesem Bericht werden wir, wie heute Morgen beschlossen, in die Behandlung der ersten Änderungsanträge treten. Und nachdem nun der Saal sich langsam gefüllt hat, möchte ich euch bitten, ganz herzlich Gregor Gysi als Berichterstatter, als jetzt als Redner zu begrüßen. Gregor, du hast das Wort. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Gäste, zunächst will ich eine Arbeitsteilung mit Oskar Lafontaine erklären, weshalb er auch noch nicht da ist. Wir waren jetzt nämlich beide Matjesfilet essen und weil ich eilig zurück musste, muss er jetzt für mich bezahlen. Ich finde das ausgesprochen gerecht und danach kommt er. Ich wollte es nur erklären. Ich soll ja hier den Rechenschaftsbericht der Fraktion geben. Abgesehen davon, dass ich sowas ganz schlecht kann, liegt der auch schriftlich vor. Und ich finde, da könnt ihr hervorragend nachlesen und euch dann darüber klar werden, was wir alles geleistet haben. Mit einer Zahl möchte ich aber schon operieren. Wir haben im Bundestag 2.133 schriftliche Anträge gestellt. Das spricht nicht nur für unseren Fleiß, sondern bedeutet auch, dass der Bundestag noch 3 Legislaturperioden sich ausschließlich damit beschäftigen könnte. Das spricht nur wiederum für uns, weil natürlich jede und jeder bei uns immer Anträge schreibt, unabhängig davon, wann die hier auf die Tagesordnung kommen können. Aber auch das werden wir noch lernen. Das Wichtige an der Fraktion ist aber etwas anderes. Die Fraktion hat für unsere Partei bewiesen, dass eine pluralistische Zusammenarbeit hervorragend funktionieren kann. Davon müssen wir alle lernen. Das ist auch ganz wichtig, glaube ich, für unsere Zukunft. Und das war keineswegs immer leicht. Und natürlich gab es auch Auseinandersetzungen. Aber wir standen unter einem anderen Druck. Wir standen unter einem anderen Zwang. Ich sage das hier noch mal ganz deutlich. Linken darf man alles Mögliche geben, bloß keine Zeit. Wenn man uns Zeit gibt, dann nehmen wir uns die gleich dreifach. Es gibt ein Problem beim Bundestag. Also nächsten Donnerstag steht da was auf der Tagesordnung. Dafür haben sich die Union und die SPD entschieden. Wir können natürlich gerne zur Union und zur SPD gehen und sagen, wir brauchen eigentlich, bevor wir das erörtern können, noch 2 Jahre Basisdiskussion. Das Problem ist nur, die nehmen darauf keine Rücksicht. Die bleiben einfach bei ihrem Tagesordnungspunkt. Und das wiederum zwingt uns, nächsten Dienstag eine Meinung dazu zu bilden und dann muss jemand öffentlich dazu sprechen. Und manchmal bin ich für diesen Druck ganz dankbar, weil dadurch sind wir schneller in der Lage, Pluralismus zu üben, Kompromisse zu finden und Stellung zu nehmen. Es gibt natürlich auch Erfolge. Auf die Erfolge ist ja zum Teil hingewiesen worden. Sie haben bestimmte Anträge gestellt, die Sie ohne unsere Existenz nie gestellt hätten. Ich bringe mal ein Beispiel. Herr Beck, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, der war mal Vorsitzender der SPD, der hat in einem Jahr erklärt, dass man für ältere Arbeitslose auf gar keinen Fall länger Arbeitslosengeld einzahlen dürfe, weil das würde die ganze Agenda 2010 durcheinander bringen. Ein Jahr später hat er erklärt, dass jetzt unbedingt ältere Arbeitslose länger Arbeitslosengeld 1 beziehen müssen. Das lag nur an den Umfragen für uns. Es gab keinen anderen Grund. Und er hat sich dadurch entlarvt, weil ein wirklicher sozialdemokratischer Bauch hätte doch auch ein Jahr vorher feststellen müssen, dass ältere Arbeitslose länger Arbeitslosengeld 1 brauchen. Es war nur abhängig von den Umfragen. Und dann hat er auch Frau Merkel überzeugt und dann kam immerhin eine kleine Änderung zustande.
Ich bin jetzt sehr gespannt, ob nächste Woche etwas gelingt. Jan Korte hat wirklich ein Verdienst daran, dass wir gearbeitet haben an etwas, das so selbstverständlich ist, dass man sich wundert, dass es immer noch nicht vom Bundestag beschlossen ist. Die Leute, die von Nazi-Militärgerichten wegen Kriegsverrats verurteilt sind, sind heute immer noch verurteilt, weil keine Generalamnestie oder besser gesagt eine Generalrehabilitierung für sie stattgefunden hat, die natürlich zwingend erforderlich ist. Und die Union will es bis heute nicht. Es ist gar nicht zu fassen. Und nun sind wir aber dabei, einen Gruppenantrag zu machen. Da gibt es auch zwei Abgeordnete der CDU, die schon unterschrieben haben und auch von der FDP und von anderen Parteien. Jetzt müssen wir nur noch durchsetzen, dass es in der nächsten Woche auf die Tagesordnung kommt und sofort abgestimmt wird. Denn es ist ja die letzte Sitzungswoche des Bundestages vor dem 27. September. Damit endlich auch die Letzten, die immer noch als verurteilt gelten, vor allen Dingen auch ihre Nachfahren, ihre Angehörigen, ihre Freundinnen und Freunde sagen können, ja, der Bundestag hat uns rehabilitiert. Und zwar schon aus einem ganz einfachen Grunde. Es war ein Aggressionskrieg. Und wer einen Aggressionskrieg verrät, in Anführungsstrichen, der kann doch nicht ernsthaft bestraft werden. Umgekehrt muss da ein Schuh draus werden. Jetzt kommt Oskar. Danke, Oskar, dass du die Rechnung bezahlt hast. Du kriegst es auch nicht wieder, wollte ich noch sagen. Aber zurück zum Pluralismus auch in unserer Partei. Wie funktioniert Pluralismus und wie funktioniert er nicht? Ich glaube, das konnten wir in den vergangenen Monaten und Wochen doch ganz gut studieren. Und nun müssen wir auch ein paar Schlussfolgerungen daraus ziehen. Zunächst mal ist doch die Frage, haben wir alle Gemeinsamkeiten? Gibt es Gründe, weshalb wir alle in einer Partei sind? Ich weiß, wir sind immer groß darin zu betonen, worin die Differenzen liegen. Vielleicht sollten wir uns doch mal mit unseren Gemeinsamkeiten beschäftigen. Ich denke, was Oskar vorhin so klipp und klar gesagt hat, wir sind wirklich eine Friedenspartei. Noch nie hat meine Fraktion einem völkerrechtswidrigen Krieg zugestimmt. Alle anderen Fraktionen haben schon völkerrechtswidrigen Kriegen zugestimmt. Alle. Alle. Und das wird bei uns auch nie passieren. Und ich finde, das ist doch eine wichtige Gemeinsamkeit. Ich kenne kein einziges Mitglied unserer Partei, das sagen würde, doch, ich möchte jetzt auch mal an einem völkerrechtswidrigen Krieg teilnehmen. Kenne ich nicht. Auch nicht mit der albernen Begründung einer humanitären Intervention. Eine Intervention ist alles möglich, aber niemals humanitär. Wir sind uns alle einig, dass wir ein hohes Maß an sozialer Gerechtigkeit anstreben. Und zwar weltweit, in Europa und in Deutschland. Es gibt keinen, der das anders sieht. Das ist doch eine wichtige Gemeinsamkeit in unserer Partei. Wir sind uns alle einig, dass wir mehr Demokratie in der Politik benötigen, aber dass wir vor allem in der Wirtschaft Demokratie einführen wollen, wo es sie heute noch gar nicht gibt. Wir sind uns alle einig, dass wir eine ökologisch nachhaltige und höchst produktive Wirtschaft wollen. Wir sind uns einig, dass wir höchste Bildungs- und Kulturchancen für alle wollen. Es ist übrigens auch ein verbreiteter Irrtum, dass Linke gegen die Förderung von Begabungen sind. Nein, wir sind für die Förderung jeder Begabung. Das Problem ist nur, dass wir sagen, die Begabung des Kindes des Professors ist genauso zu fördern wie die Begabung des dritten Kindes der alleinerziehenden Hartz-IV-Empfängerin. Das ist der Unterschied. Wir sind uns sechstens einig, dass wir eine Gleichstellung zwischen Ost und West wollen. Wir wollen eine Selbstverständlichkeit, dass man für die gleiche Arbeit in gleicher Arbeitszeit den gleichen Lohn bekommt und für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente. Aber nur wir sind uns einig diesbezüglich. Und dann, ich weiß nicht, ob alle, aber doch fast alle, wollen wir den Kapitalismus überwinden. Und ich habe schon 1990 gesagt,
Der Staatssozialismus ist gescheitert, aber der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist bloß übrig geblieben. Und jetzt erleben wir seine tiefste Krise. So, und dann gibt es selbstverständlich auch Differenzen. Also vielleicht habe ich auch ein paar Gemeinsamkeiten vergessen. Also, dann gibt es Differenzen. Und mit denen umzugehen, gibt es zwei Wege. Der eine ist sehr deutsch. Der besteht darin, dass man versucht, regelmäßig zu siegen und im Siegen überhaupt nicht aufhören kann. Zum Beispiel bei der deutschen Einheit. Der andere ist sehr viel klüger, weil man dann differenzierter mit anderen Auffassungen umgeht. Also, ich weiß ja, wir haben eine Gruppe oder eine Strömung 1 und eine 2 und eine 3 und eine 4. Ich glaube, ich kenne sie auch einigermaßen. Aber dann haben wir viele, sehr viele Mitglieder unserer Partei, die gar keiner Strömung angehören. Das darf man auch nicht vergessen. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn ich nun, jetzt bitte ich euch, aber mal euch in die Situation zu versetzen, wenn ihr Mitglied einer solchen Gruppe wärt. Also wenn ich Mitglied der Gruppe 1 wäre, dann bin ich ja davon überzeugt, dass die Mitglieder der Gruppe 2, 3 und 4 Unrecht haben. Sonst wäre ich ja dort Mitglied. Ist doch klar. Dann muss man sich schon mal überlegen, ob man nicht der Gruppe 2 mal zeigen will, dass sie nicht besonders viel taugt. Wenn man sich das überlegt, kommt man auf die Idee, doch mit der Gruppe 4 zusammenzugehen gegen die Gruppe 2. Dann sagt die Gruppe 4, das ist eine hervorragende Idee, fürchtet aber, dass danach der Weg gegen sie selbst geöffnet ist. Weil wenn man das erste erledigt hat, kann man sich ja der zweiten Frage widmen. Und das Ganze gilt natürlich genauso auch umgekehrt. Kann man alles machen. Das sind dann so Zweckbündnisse, die man eingeht. Aber ich sage euch, der Reiz unserer Partei besteht in unserer Pluralität. Und jeder, der sie gefährdet, gibt uns eigentlich zumindest teilweise auf. Deshalb, ich weiß, dass Sie es wissen, aber ich sage es trotzdem, allen aus der Gruppe 1, 2, 3, 4 oder auch nur 5, Sie müssen eins wissen, gäbe es nur Sie und alle anderen nicht in unserer Partei, wären Sie gesellschaftspolitisch völlig irrelevant. Das gilt für jede Gruppe, völlig irrelevant. Also wenn das nicht der richtige Weg ist, wie sieht er dann aus? Dann muss ich mich als Gruppe, als Mitglied der Gruppe 1 entscheiden, bewusst auch ein Mitglied der Gruppe 2 zu wählen. Natürlich nur in angemessener Größenordnung, aber immerhin. Und ich muss versuchen, und das ist unsere eigentliche Aufgabe und Kunst, und ich werde nachher versuchen zu erklären, weshalb ich glaube, wir haben sie jetzt bewerkstelligt. Ich muss versuchen, nicht nur darüber nachzudenken, wie ich etwas so formuliere, dass es mir gefällt oder meiner Gruppe gefällt, sondern ich muss darüber nachdenken, wie auch die vielen, die nicht in der Gruppe sind und wie die in den anderen Gruppen damit auch leben können. Und wenn ich anfange, mir die Aufgabe zu stellen, die Dinge so zu formulieren, man mag das Kompromiss nennen, ich habe überhaupt nichts dagegen, dann hat man einen großen Vorteil, dass man ganz viele Mitglieder motiviert und die wiederum sind in der Lage, ganz viele Bürgerinnen und Bürger zu motivieren. Wenn ich knapp siege gegen die anderen, bin ich einsam und verliere mit den anderen zusammen. Das ist das Problem. Ein Wahlprogramm, das will ich auch sagen, gilt nur für 4 Jahre und ist kein Grundsatzprogramm. Und jeder, der heute und morgen einem Satz zustimmt, ist nicht verpflichtet, beim Grundsatzprogramm demselben Satz zuzustimmen. Da geht es um Selbstverständigung. Da können wir über andere Fragen diskutieren. Jetzt möchte ich, dass wir die Bürgerinnen und Bürger erreichen und nicht uns mit uns beschäftigen. Das ist das Entscheidende. Essen.
Ich will ja nichts auslassen. Ich muss hier ein bisschen den Batman heute machen, was ich outhouse. Das ist wieder die umgekehrte Arbeitsteilung mit Oskar. Aber macht nichts. Ich muss da ja auch mal durch. Deshalb sage ich euch ganz offen, Essen war natürlich auch gekennzeichnet durch zum Teil unerfreuliche Personalschlachten. Aber es ist fast nie zu verhindern, wenn es um Personal geht. Wir müssen länger darüber nachdenken, wie wir das nächste Mal so organisieren, dass es einfach kulturvoller wird. Was ja nicht heißt, dass man nicht zwischen Leuten entscheiden muss. Aber ich finde, wir sollten uns einen Weg überlegen. Und natürlich gab es auch zum Teil Ideologieschlachten. Nach dem Parteitag habe ich jene gesehen, die mit erhobenem Kopf rauskamen und doch das ganze Gefühl ausstrahlten, Siegerinnen und Sieger zu sein. Ich habe aber natürlich auch jene erlebt, die das Gefühl hatten, Verliererinnen und Verlierer zu sein und auch entsprechend wirkten. Dann kam noch hinzu, sie fühlten sich gedemütigt. Dann kam noch hinzu, dass die Medien und leider auch bestimmte Landesverbände fälschlicherweise kolportiert haben, dass der Osten abgewählt worden ist. Wenn man einen Blick auf die Liste wirft, kann das überhaupt nicht bestätigt werden. Aber auch so etwas führt doch zu Verlässlichkeit. Alle Zeitungen schrieben anschließend, wir seien jetzt radikalisiert. Es hätte sich ein ungeheurer Linksruck vollzogen. Und die Reaktion darauf war nicht etwa, dass wir bei Umfragen gewonnen hätten, sondern wir gingen bei Umfragen eher zurück. Das hat mehrere Gründe. Die Leute mögen nicht das Zugespitzte, sie mögen nichts Einseitiges, aber vor allen Dingen hatten sie den Eindruck, wir waren dort in erster Linie mit uns selbst beschäftigt und nicht mit ihnen, nicht mit der Veränderung Europas, nicht mit ihrem Leben. So, nun dürfen wir alle solche Erfahrungen machen. Ein Fehler ist nur dann gegeben, wenn wir daraus nicht lernen. Und ich glaube, wir haben daraus gelernt. Und das ist das Entscheidende. Aber nach Essen gab es die unterschiedlichsten Reaktionen aus der Partei. Offene Briefe gegeneinander, Presseerklärungen und so weiter. Dann gab es auch 3 Parteiaustritte. Ich sage das hier mal deshalb, weil in anderen Parteien gibt es täglich mehr, ohne dass eine Zeitung davon berichtet. Aber wir hatten 3. Und darunter waren auch welche, die PDS mit aufgebaut haben. Und denen wir zum Teil auch die Stärke der PDS verdanken. Und das tut weh. Und ich finde, da ist Häme völlig falsch am Platz. Und hätte die PDS nicht die Stärke gehabt, wäre auch Oskar Lafontaine nicht zu uns gekommen und die WSG hätte sich nie mit uns vereinigt. Auch das müssen wir akzeptieren. Das ist einfach so. Aber ich sage auch, das heißt nicht, dass man sich nicht inhaltlich streiten kann. Im Gegenteil. Und es legitimiert schon gar nicht, und das sage ich hier ganz deutlich, im Wahlkampf gegen die eigene Partei Stellung zu nehmen. Überhaupt nicht. Und lasst mich das auch sagen, ich kenne Sie ja sehr lange. Natürlich tat es mir auch weh, als Silvia Yvonne Kaufmann uns verließ und zur SPD ging. Aber ich möchte euch daran erinnern, wenn Sie Ihre Positionen von Münster aufrechterhält, na dann wünsche ich ihr viel Erfolg in der SPD. Aber nicht einen Halbsatz kriegt sie davon dort durchgesetzt. Aber nicht einen Halbsatz. Aber lasst mich noch was Aussöhnendes sagen. Ein bisschen Verständnis müssen wir auch für die SPD haben. Wenn die nicht 2 Mitglieder von uns bekäme, bekämen sie ja gar keine neuen Mitglieder. Insofern sollten wir uns auch wieder etwas nachsichtiger zeigen. Ich habe gesagt, wir haben es in der Fraktion bewiesen. Ich nenne euch mal 2 Beispiele. Wir hatten einen wirklich schwerwiegenden Konflikt zwischen einem Konzept von Katja Kipping mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und einem Konzept von Klaus Ernst, der für die soziale Grundsicherung war und strikt gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Was nun machen als Fraktion? Oskar und ich saßen da, wir hatten zwar unsere Auffassung, aber willst du das einfach entscheiden und sagen, 52% gegen 48%, toller Erfolg oder so? Und dann haben wir sie gezwungen, miteinander zu essen, miteinander zu reden, aufeinander zuzugehen und nach einer Lösung zu suchen. Das war nicht leicht, aber sie haben sie gefunden. Und das, was wir in der Fraktion geschafft haben, das müssen wir jetzt auch hier schaffen. Das ist das Entscheidende dabei. Und sie sind beide nicht verletzt. Sie können beide mit dem Ergebnis leben. Und dann, das hat sich ja auch
zu euch ein bisschen rumgesprochen, gab es durchaus den einen oder anderen kleinen Widerspruch hinsichtlich der Beurteilung der Lage im Nahen Osten zwischen Norman Peach und mir. Also haben wir beiden älteren Herren uns zusammengesetzt und haben dann ein gemeinsames Papier aufgesetzt und verabschiedet und den gesamten Nahostkonflikt in dem Papier abgehandelt, natürlich auch Kompromisse gemacht und uns wirklich verständigt. Dann hat die Fraktion darüber beraten und hat es bei einer Stimmenthaltung einstimmig beschlossen, in so komplizierten Fragen. Und dann haben wir diese Erklärung allen Medien übergeben. Ihr glaubt doch nicht, dass ihr eine halbe Zeile im Neuen Deutschland oder in der Jungen Welt, geschweige denn in einer anderen Zeitung gefunden hättet. Wenn wir Ihnen ein Papier übergeben hätten, wo drin stünde, wo wir uns alles widersprechen, dann hätte das in jeder Zeitung nachlesen können. Das ist die Wahrheit, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen. Damit komme ich zu der Frage, ob die Medien schuld sind an unserer Situation. Oskar Lafontaine hat ja begründet, weshalb wir über keine demokratische Medienwelt verfügen. Und natürlich mögen uns die Medien nicht. Ich muss allerdings sagen, für mich ist das nicht neu. Wenn ich an die Zeit von 1990 zurückdenke, da war vieles noch extremer. Es wurde mit Ausnahme von anderthalb Zeitungen nur gegen uns gesendet und geschrieben. Nur. Die Ostdeutschen haben sich als relativ medienresistent erwiesen. Denn sie haben uns trotzdem zunehmend gewählt. Und dann wirst du natürlich irgendwann auch von den Medien anders zur Kenntnis genommen. Ich muss allerdings zusagen, dass die Medienresistenz in Ostdeutschland auch mit den Erfahrungen aus der DDR zusammenhängt. Deshalb müssen wir hier in den alten Bundesländern noch mehr leisten, damit die Leute auch dort medienresistenter werden. Und dann gab es in diesem Jahr ein hervorragendes Beispiel, aus dem ich wirklich uns alle bitte zu lernen. Hessen. Die nächste Wahl in Hessen, ein Jahr nach der vorhergehenden. Ich weiß, dass ein früherer führender Sozialdemokrat im Fernsehen sagte, wir sind da sowieso raus erledigt, die Linke fliegt aus dem Landtag. Und alle Zeitungen waren sich einig. Und damals gab es nicht drei, nicht so prominente, sondern 41 ausgetretene Mitglieder. Es gab zwar 700 neue, darüber hat keiner berichtet, aber über die 41. Und die 41 schrieben, also nicht jeder, muss ich sagen, nicht jede und nicht jeder, aber doch ein Teil von ihnen, jeden Tag in der Zeitung, weshalb man alles Mögliche wählen darf auf der Welt, aber auf gar keinen Fall die Linke. Gab dann noch ein Mitglied unserer Partei, ein Mitglied, der hat noch am Wahlsonntag in der FAZ geschrieben, weshalb man uns auf gar keinen Fall wählen darf und dass er danach nach Thüringen fährt, um zu erklären, weshalb man uns auch dort nicht wählen. Nun ist das sein gutes Recht, aber vielleicht doch nicht als Mitglied unserer Partei, wenn ich das mal ganz vorsichtig anfragen darf. Aber er ist dann selbst am Montag ausgetreten. Insofern hat sich das Problem erledigt. Nur, was machst du da? Die Medienwelt war so aufgebaut. Und viele bei uns wurden hoffnungslos und sagten, wir sind draußen. Und dann haben Lothar, Oskar, viele andere und ich wirklich einen vehementen Kampf geführt und haben gesagt, das lassen wir uns so nicht bieten. Und ich sage euch, sie haben es übertrieben. Die Stimmung kippte in der Mitte der letzten Woche. Weil wenn die Leute jeden Tag in der Zeitung lesen von ehemaligen Mitgliedern von uns, weshalb man uns auf gar keinen wählen darf, sagten die plötzlich, nee, so billig kriegt ihr uns nun auch nicht. Und dann haben sie uns mit über 5% wieder hineingewählt. Und das habe ich allen anderen wirklich zutiefst gegönnt. Und ich möchte, dass ihr euch darüber auch mal richtig freut. Außerdem dürfen wir die Sache auch nicht übertreiben. Der häufigste Gast aller Talkshows im Fernsehen im Jahre 2008 war Oskar Lafontaine. Und zwar kenne ich das. Ich kenne auch das Mittel der Talkshows. Denn 1990 war das so, dass ich in den Nachrichtensendungen überhaupt nicht vorkam und wenn dann nur extrem selten und extrem negativ. Nicht anders. Und die Talkshow-Journalistinnen und Journalisten, was ich auch mal anerkennend hervorheben musste, machten diese Ausgrenzung nicht mit und luden mich relativ häufig ein. Ich meine, sie stellten mir ausschließlich gemeine Fragen, das ist auch klar. Aber immerhin,
Sie machten die Ausgrenzung nicht mit. Und so konnte ich damals, wenn ihr mal bitte an die Jahre zurückdenkt, Schritt für Schritt ein anderes Bild aufbauen, was dir nicht gelingt, wenn du nur auf Plätzen sprichst. Das ist ja eine völlig andere Verbreitung, die man auf diese Art und Weise erreicht. Deshalb möchte ich ja nur den Damen und Herren Journalistinnen und Journalisten sagen, nehmen Sie uns die Dinge nicht so übel, wir kommen ja weiter zu Ihnen, wir haben ja keine andere Möglichkeit und Sie zum Glück auch nicht. Wir müssen dafür kämpfen, nur dass es fairer wird und das werden wir auch tun. Also, wir müssen Wege finden, um uns mit Medien auseinanderzusetzen, dort drinnen trotzdem zu wirken und gleichzeitig die Bürgerinnen und Bürger medienresistenter zu machen. Eine unsägliche Methode, und damit komme ich auch wieder auf die letzten Woche, ist allerdings, dass immer mehr Verantwortliche unserer Partei ihre Privatbeziehungen zu der einen oder zu der anderen Zeitung aufbauen und sie regelmäßig mit Informationen gegen uns versehen. Selbstverständlich kann man übereinander reden, aber es ist viel besser, miteinander zu reden. Ich habe, und ich weiß, dass was ich jetzt sage, klingt etwas organisiert, aber ich bin trotzdem richtig dafür. Ich habe den Landesvorständen der Landesverbände Ost geraten. Naja, sagen wir mal, ein bisschen genötigt. Also ich habe mit zulässigen Methoden versucht, sie unter Druck zu setzen und ihnen zu sagen, ich möchte, dass jeder Landesvorstand Beziehungen zu zwei oder einem Landesvorstand in den alten Bundesländern hat. Und zwar insbesondere die, die es besonders schwer miteinander haben. Und dann möchte ich euch gerne, wenn ich das dürfte, würde ich das auch machen, eine Verpflichtung auferlegen. Zweimal im Jahr müsst ihr zwei Tage miteinander reden. Ihr könnt übereinander herfallen, wie ihr wollt, das interessiert mich überhaupt nicht. Aber ich sage euch, ihr kommt wesentlich gebessert aus diesen Unterredungen wieder raus. Redet miteinander und nicht übereinander. Nun hatten wir einen Wahlprogrammentwurf. Wir hatten ja gerade ein Wahlprogramm verabschiedet, jetzt kam ein neuer Entwurf. Und jetzt will ich euch mal schildern, wie scheinbar medienresistent wir nur sind. Also, der erste Entwurf wurde veröffentlicht. An dem Tag stand in allen Zeitungen, nicht in allen, aber in vielen, der ist aufgeweicht. Völlig aufgeweicht. Daraufhin kam am nächsten Tag eine Strömung und stellte fest, er ist völlig aufgeweicht. Dann kam noch der Hinweis, also dieser Entwurf hätte auch im Konrad-Adenauer-Haus geschrieben werden können. Das ist übrigens eine völlige Fehleinschätzung des Konrad-Adenauer-Hauses, wenn ich das bei der Gelegenheit mal erwähnen darf. Da muss ich auch das Konrad-Adenauer-Haus etwas in Schutz nehmen. Wenn man denen das wirklich unterstellen würde, müssten die da alle ihren Dienst quittieren. Nachdem diese Feststellung getroffen war und das natürlich auch in unserer Partei übernommen wurde, haben wir einen ganzen Tag bis spät abends gesessen und gerungen mit den verschiedensten Anträgen, Vorschlägen, um einen neuen Entwurf vorzulegen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, was sonst gar nicht meine Art ist, die ganze Zeit daran teilzunehmen. Und dann kamen wir mit einem neuen Entwurf raus. Und dann stellten wir den vor. Und dann schrieben die Medien, radikalisiert. Ein Tag später bekomme ich einen Anruf aus einer anderen Strömung, da wird mir gesagt, aber du hast gemerkt, dass der radikalisiert ist. Worauf ich hinaus will, ist, die Medien geben uns Vokabeln vor und wir übernehmen die eigentlich ziemlich kritiklos, ohne nachzudenken. Und da müssen wir uns ein Stück entwickeln. Ein Stück entwickeln. Ich stehe zu dem jetzigen Entwurf. Ich weiß, dass es auch gewisse ungenaue Formulierungen gibt. Ich weiß, dass er auch Kompromisscharakter trägt. Dass ich das eine oder andere anders formuliert hätte. Ich bin aber sicher, dass ich eine breite Mitgliedschaft dazu verstehen kann. Das hat den großen Vorteil, dass wir besonders viele mobilisieren können, viel Wahlkampf zu führen, das Programm aktiv zu verteidigen. Und dann werden wir auch mehr Zustimmung bei den Bürgerinnen und Bürgern erreichen. Man kann jetzt wieder einen anderen Weg gehen und sagen, ich möchte doch aber bestimmte Formulierungen in Reinkultur haben. So wie ich mir das alleine vorstelle
oder wie sich das meine Gruppe von mir bekannten Genossinnen und Genossen vorstellt. Und wenn sich dann eine Strömung durchsetzen sollte, dann denkt die Strömung einen Moment lang, sie hätte gewonnen. In Wirklichkeit hätten wir alle verloren. Weil wenn 51% aus dem Parteitag dann als Siegerinnen und Sieger und 49% als Verliererinnen und Verlierer herausgingen, sich zumindest so fühlten, dann wird auch die Hälfte der Mitglieder bei der Mobilisierung im Wahlkampf lustloser. Deshalb ist der Kompromiss viel klüger, viel klüger. Dort, wo es Konflikte gab, haben wir inzwischen, wie ich meine, auf zu akzeptierende und gute Kompromissvorschläge uns verständigt. Und da bitte ich euch auch mal einen Ruck zu geben und zu sagen, jetzt bestehe ich nicht mehr auf X. Gut, wir haben uns auf Y verständigt und so machen wir. Beide haben was nachgelassen und das müssen wir doch hinkriegen in unserer Partei. Wir wollen doch die Welt sogar verändern, Europa und Deutschland. Die Medien, muss ich mich doch schon wieder mit euch auseinandersetzen, es tut mir leid, aber die Medien erwarten eine Schlacht. Der Tagesspiegel hat mich gefragt, bricht die Partei auseinander? Meine erste Frage. Heute früh, Oskar Lafontaine und ich kamen rein, erste Frage, es wird ja verschärfte Flügelkämpfe geben. Das ist natürlich ein bisschen Ihre Hoffnung, ich verstehe das ja auch, weil Ihre Intendanzen sehr zufrieden wären, wenn es so wäre. Aber meine Bitte an euch Delegierte ist, Sie machen das natürlich nur, um uns ab Sonntagabend tapfer in den Keller senden und schreiben zu können. Und deshalb sollten wir Ihnen diesbezüglich etwas husten, finde ich. Ich bin sicher, wir werden Sie enttäuschen. Wir haben es gut vorbereitet, uns gut verständigt und werden ein Wahlprogramm beschließen, das die große Mehrheit unserer Mitglieder motiviert, dass die Bürgerinnen und Bürger, wie ich hoffe, auch lesen und zu einem beachtlichen Teil akzeptieren werden. Ja, mit dem Lesen des Wahlprogramms ist es nämlich auch solche Sache. Früher hatten wir immer so ein schönes langes Wahlprogramm und dann hatten wir ein ganz kleines kurzes. Und an den Infoständen wurden wir immer die kurzen los und die langen haben wir so 60 Mal hergestellt zum Zwecke der späteren wissenschaftlichen Verbreitung. Und 2005 war es plötzlich umgekehrt. Keiner wollte unser Kurzprogramm. Alle Frauen und Männer, die an unsere Infostände kamen, sagten, nee, wir wollen lieber das lange. Also verlasst euch nicht drauf. Und ich bin auch dafür, dass Sie es lesen. Und wenn Sie es lesen, werden Sie so viele gute, konkrete Vorschläge finden, dass Sie sagen, ja, wie kann ich eigentlich mal auf die Idee gekommen sein, was anderes zu wählen als die Linke? Das soll das Ergebnis sein. Und nun müssen wir uns mit der Frage beschäftigen, was sind denn unsere Alleinstellungsmerkmale? Ich habe es vorhin erwähnt und führe es nur ganz kurz aus. Wir sind strikt gegen alle Formen von Angriffskrieg. Niemals werden wir denen zustimmen. Und leider glauben auch einige Leute, dass man mittels Krieg Terror bekämpfen kann. Wir müssen diesen Irrtum beseitigen. Mittels Krieg triffst du immer Unschuldige und Unbeteiligte, die dann tot sind. Die aber haben Freundinnen und Freunde, die haben Angehörige und in denen entsteht Hass. Und das ist der Nährboden für neuen Terrorismus. Ich sage, mit Krieg bekämpft man keinen Terrorismus, sondern erzeugt neuen Terrorismus. Und diese führenden kapitalistischen Industriestaaten, die müssen wir mal so unter Druck setzen, dass sie mal einen großen Schritt gingen und sagten, wir treten als Erste aus der Spirale der Gewalt. Wir reagieren mit einer gerechteren Weltwirtschaftsordnung, mit einem Dialog der unterschiedlichen Kulturen und Religionen und nie wieder mit Krieg. Das muss die Antwort auf unserer Erde sein. Zweitens, wir haben in Deutschland eine politische Demokratie, aber keine ausreichende, aber keine Wirtschaftsdemokratie. Wir sind die Ersten, die auf diesen Widerspruch vehement hinweisen.
Politische Demokratie, sage ich nur so viel, was man als erstes mal einführen müsste, bundesweit sind Volksentscheide. Die Bevölkerung muss in die Verantwortung genommen werden. Sie muss Fragen entscheiden können. Wir haben mal vorgeschlagen, jede Fraktion könnte doch berechtigt sein, eine Frage an die Bevölkerung zu stellen, zur Bundestagswahl. Eine Frage. Und man kann mit Ja oder Nein antworten. Wir sind auch nicht doof. Wir haben daran gedacht, vorher muss das Bundesverfassungsgericht noch sagen, dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein verfassungskonform ist. Damit sind bestimmte Sorgen, dass da nach Todesstrafe oder sowas gefragt werden könnte, vorbei. Das ginge gar nicht. So, und jetzt stellt euch mal den Wahlkampf vor. Stellt euch mal den Wahlkampf vor, die Bürgerinnen und Bürger hätten über 5 Fragen zu entscheiden. Wie viel mehr würden hingehen, weil sie in der Verantwortung sind? Und wenn sie hingehen, um die Fragen zu entscheiden, na gut, dann machen sie vielleicht auch noch bei uns das eine oder andere Kreuz, weil man sowieso schon mal da ist, nicht wahr? Ist das ja nicht so anstrengend. Mit anderen Worten, wir hätten eine höhere Wahlbeteiligung. Und das Interessante wäre, egal welche Koalition gebildet wird, 4 Jahre sind sie an die Antwort gebunden, die die Bevölkerung auf diese 5 Fragen gegeben hat. Und das nächste Geniale bestünde darin, dass viele Bürgerinnen und Bürger, selbst wenn die Partei, die sie gewählt haben, nicht erfolgreich war, ein Erfolgserlebnis haben, weil sie sich in 2 oder in 3 Fragen durchgesetzt haben mit ihrer Meinung. Auch das ist nicht zu unterschätzen. Warum ist bei uns alles so zu? Warum können wir hier nicht über neue Wege nachdenken? Wer sich über eine mangelnde Wahlbeteiligung aufregt und nicht erkennt, dass die Demokratie nicht attraktiv genug ist, der hat nichts verstanden. Wir müssen die Demokratie attraktiver machen und das heißt, die Leute viel mehr an Entscheidungen beteiligen. Hat er auch geklatscht? Ja. Ich habe in dem Alter immer besonderen Erfolg. Und bei der Wirtschaft. Warum ist das Belegschaftsmiteigentum eine so gute Idee? Ich weiß, dass es auch bei uns einige gibt, die sagen, aber Mitbestimmung durch Gesetz wäre doch besser. Nehmt ein großes Unternehmen. Mitbestimmung durch Gesetz kann jede Mehrheit im Bundestag ändern. Immer. Aber wenn du ein Belegschaftsmiteigentum hast, daran kommt auch die CDU nicht vorbei. Das ist einfach da. Und jetzt überlegt euch mal das Beispiel Nokia. Nokia macht hier ein Werk, kriegt staatliches Geld. Hätten wir gesagt, na macht doch mal, ihr kriegt das Geld, aber nur unter der Bedingung, dass ihr 20% Belegschaftsmiteigentum macht. Dann hätten sie noch, oder 25%, ist mir ganz wurscht, die müssen trotzdem gefragt werden. Der Punkt ist, jetzt kommt Nokia auf die Idee, nicht kurz vor der Insolvenz, die machen Gewinne und sagen, wir würden gerne umziehen. Ja, dann müssen sie zu ihrem Miteigentümer und sagen, hast du auch Lust umzuziehen? Und dann hätte die Belegschaft gesagt, nettes Angebot, aber wollen wir gerade nicht. Ne? Und dann hätten sie hier bleiben müssen. Das heißt, über Belegschaftsmiteigentum, wir haben ja gesagt, bis 49% und so weiter kann man gehen, nimmt man der Unternehmensleitung gar nicht ihre Entscheidung, aber man nimmt ihnen die Möglichkeit, so brutal mit Beschäftigten umzugehen, wie wir das hier in den letzten Jahren erlebt haben, weil die Beschäftigten gefragt werden müssen, weil sie Miteigentümer sind. Öffentliches Eigentum. Da gibt es bei uns natürlich auch einige unterschiedliche Auffassungen. Aber das Wichtigste ist, dass wir erklären, weshalb wir bei der öffentlichen Daseinsvorsorge für öffentliches Eigentum sind. Doch nicht, weil wir meinen, jedes Krankenhaus wird staatlich besser geleitet als privat oder so. Wir sind doch nicht fremd für Erkenntnis. Es geht um ganz andere Fragen. Was ist denn öffentliche Daseinsvorsorge? Das ist der Nah- und Fernverkehr, das ist die Energie, das Wasser, die Bildung, das Gesundheitswesen, Teile der Kultur, Teile der Wohnung. Lasst mich das nur an 2 Beispielen erklären. Die Bildung. Ich kenne eine teure Privatschule, eine Top-Einrichtung, da würdet ihr gerne mal essen. So top ist die. Gar nicht unbedingt lernen. Und ich weiß auch, dass die dort sehr gut unterrichtet werden. Aber meine Frage war, wer kann sich das leisten und wer kann sich das nicht leisten? Es gibt in jeder Gesellschaft nur eine unschuldige Gruppe. Das muss ich euch schon wieder wehtun. Ihr gehört alle nicht dazu, ich allerdings auch nicht. Die einzig unschuldige Gruppe sind die Neugeborenen. Die sind gerade erst rausgekommen. Nicht mal die FDP kann denen Leistungsdefizite vorwerfen.
Aber schaut euch an, zwischen deren Chancen liegen tausende Welten ab dem ersten Tag. Und es ist die Aufgabe der Linken, das zu verhindern. Chancengleichheit für Kinder ist das höchste Gebot, das wir fordern auf dieser Erde. Und deshalb brauchen wir, jetzt kriegt er immer irgendwelche Witze eingeblendet und ihr kriegt das ja gar nicht mit. Na gut, also deshalb brauchen wir, das ist so wichtig, eine öffentlich-rechtliche Verantwortung für Bildung. Es kann gar nicht anders organisiert werden. Und dann nehme ich das zweite Beispiel, ein Krankenhaus. Hat ja schon jemand gesagt, aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, wenn einer von euch im Lotto gewinnt und sich ernsthaft eine Landesklinik kauft, der kann ja bis heute noch so anständig gewesen sein. Der denkt ab dem Tag, wo ihm das Krankenhaus gehört, darüber nach, wie es sich rechnet. Er will ja nicht in Insolvenz gehen. Und dann stellt er fest, dass Kinder ganz nett sind, aber Kindermedizin rechnet sich nicht. Also wird er sich überlegen, wo hier in der Nähe noch eine staatliche Klinik ist, wo man die Kinder hin abschieben kann. Dann stellt er fest, dass er für bestimmte Operationen eine Fallpauschale bekommt. Also den gleichen Betrag, egal wer operiert wird. Nur, dass der 24-Jährige danach nur 3 Tage im Krankenhaus liegt und der 73-Jährige 3 Wochen. Deshalb rechnet sich der 24-Jährige besser als der 73-Jährige. Und was ich wissen will, ist eine ganz einfache Frage. Können wir der gesamten Bevölkerung stellen. Wollt ihr, dass in Krankenhausleitungen so gedacht werden muss? Oder wollen wir, dass Krankenhausleitungen verpflichtet sind, über die beste Vorsorge und Fürsorge für Patientinnen und Patienten unabhängig von Hautfarbe, Nationalität, Geschlecht, Alter, Herkunft nachzudenken? Das ist eine entscheidende gesellschaftspolitische Frage. Und außerdem heißt öffentliches Eigentum in der öffentlichen Daseinsvorsorge, eine Verantwortung der Politik zu organisieren. Dann macht die Auswahl zwischen Frau Merkel und Oskar Lafontaine oder mir mehr Sinn. Wenn wir für all das nicht zuständig sind, weil alles privatisiert ist, auf der Bundesebene geht es ja noch, wird es aber auf der Landes- und der Kommunalebene immer schwieriger. Ihr müsst eins wissen, die Privatiseure wollen, dass die Politik dafür nicht zuständig ist. Und diejenigen, die wollen, dass die Politik nicht zuständig ist, wollen eine Reduzierung der Bedeutung der Demokratie. Denn es gibt ja Gründe, dass wir zwar das Abgeordnetenhaus von Berlin und auch den Gemeinderat in Kamenz und den Bundestag und das Europäische Parlament wählen dürfen, aber nicht den Vorstand der Deutschen Bank. Das ist nämlich das Problem. Und deshalb ist die Frage, was die Parlamente entscheiden dürfen und was andere zu entscheiden haben, eine gravierende Frage für die Bedeutung der Demokratie. Wir kämpfen um mehr Demokratie. Die Privatiseure kämpfen um den Abbau der Bedeutung der Demokratie. Das ist die Wahrheit. Und dann haben wir gesagt, dass wir für öffentliches Eigentum bei den privaten Banken sind. Ich möchte nur an 2 Dinge erinnern. Wir haben eine Genossenschaftsbank, die Raiffeisenbank. Ihr habt nichts davon gehört in den letzten Monaten. Auch ganz interessant. Die funktioniert nämlich. Aus Brüssel kamen immer schwere Vorwürfe wegen der Sparkassen in Deutschland. Nur, ihr hört im Augenblick gar nicht von Sparkassen. Die funktionieren nämlich. Es stimmt, das ist schon gesagt worden, die staatlichen Landesbanken funktionieren nicht. Darauf stützen sich jetzt alle Neoliberalen. Sie vergessen bloß, jede staatliche Landesbank, die pleite ist, stand zu diesem Zeitpunkt unter der Verantwortung der Sachverständigen für Wirtschaft, nämlich einer CDU-Regierung. Von Tuten und Blasen haben die keine Ahnung. Das ist die Wahrheit. Und das Zweite ist, es gibt doch eine ganz rationale Überlegung, die auch die Schweden angestellt haben. Die ist folgende. Die Privatbanken trauen sich heute nicht über den Weg. Die eine Privatbank sagt, wenn ich deren Kredit gebe, den kriegt doch nie wieder. Im halben Jahr melden die eine Insolvenz an.
Wenn sie einen Kredit gibt, macht sie einen solchen Aufschlag, dass der Kredit so teuer ist, dass die Bank natürlich auch kaum in der Lage ist, Kredite zu vergeben. Wenn jetzt die Bundesrepublik Deutschland Eigentümer wäre, würden ja auch die ausländischen Banken wissen, dass die Bundesrepublik Deutschland nicht so schnell in Insolvenz geht. Weil sie das wissen, würden sie schneller und billiger Kredite geben. Wenn man schneller und billiger Kredite bekommt, kann man natürlich schneller und billiger auch Kredite an die Binnenwirtschaft und an die Bürgerinnen und Bürger geben. So einfach ist es. Eine ganz rationale Überlegung. Ist noch gar nicht Ideologie. Räume ich ein. Ist auch gar nicht weiter schlimm. Weil Logik macht ja auch Sinn. Es kommt noch ein weiterer Umstand hinzu. Unsere Regierung hat, die ist nämlich viel ideologischer, die haben ja die größten ideologischen Hemmungen, Staat um Gottes Willen und so weiter. Nun blieb ihm bei der HRE nichts mehr übrig. Nachdem der Traumbetrag für eine private Bankeinrichtung, ich bitte euch, von 84 Milliarden Euro bereitgestellt wurde. Wenn du im Bundestag mal eine Million beantragst für Kinder oder für einen Kulturzweck oder für was anderes, kriegst du 6 Seiten, wo dir erklärt wird, dass kein Geld da ist. Aber bei 84 Milliarden geht das rucki zucki, kann ich nur sagen. Rucki zucki. So, und nun will ich nur sagen, haben selbst die gesagt, jetzt müssen wir das staatlich machen. Aber da steht eine Bestimmung drin, das ist interessant. Sofort, SPD und Union haben sich darauf verständigt. Reprivatisierung, wenn eine nachhaltige Stabilisierung stattgefunden hat. Da haben wir gesagt, wir können mit dem Begriff nichts anfangen. Also wenn schon Reprivatisierung, haben wir gesagt, dann schreibt doch rein, wenn sämtliche Steuergelder einschließlich der üblichen Zinsen wieder zurückgeflossen sind. Sie haben das abgelehnt. Das heißt, es bleibt dabei. Jedes Mal werden die Schulden sozialisiert, alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland müssen das bezahlen und die Gewinne werden sofort wieder privatisiert. Das ist nicht länger hinnehmbar. Dagegen stellen wir uns. Und dann komme ich zu dem dritten Beispiel, das sind Monopole. Wenn wir Monopole nicht verhindern können, liebe Genossinnen und Genossen, dann ist ein staatliches Monopol viel besser als ein privates. Nicht, weil eine staatliche Leitung so top wäre, da kenne ich viele andere Beispiele, sondern weil eine staatliche Leitung unter politischer Kontrolle steht und weil eine private Leitung eines Monopols immer dazu neigen wird, abzuzocken. Wir haben 4 Fürstentümer bei der Energieversorgung, 4 Konzerne, und die bestreiten, dass sie miteinander telefonieren. Aber ich sage euch, die können das. Und dann verständigen die sich Montag, wie sie uns nächsten Montag abzocken. Das ist das, was wir jetzt täglich erleben. Und dagegen muss etwas getan werden. Schwierig, will ich euch sagen, ist die Sache mit der Rüstung. Weil das Problem bei der Rüstung weltweit ist, die Rüstungsindustrie ist privat. Also wird an Rüstung sehr viel verdient. Wenn du aber an Rüstung sehr viel verdienen willst, brauchst du Kriege. Waffen müssen sich aufbrauchen. Und ich sage euch, das ist ein riesiges Problem, über das viel zu wenig nachgedacht wird. Solange an Kriegen so viel verdient wird, solange hören Kriege auch nicht auf. Und deshalb sage ich, wenn wir Rüstung nicht verhindern können, dann soll sie wenigstens nur kosten und deshalb im öffentlichen Eigentum stehen, damit niemand privat daran verdient, sonst werden wir diese Kriege auf dieser Erde nicht los. Und Oskar Lafontaine hat es gesagt, ich füge es noch einmal hinzu, Deutschland ist jetzt der drittgrößte Waffenexporteur der Welt. Ich meine, wir haben eine Geschichte. Wir haben eine Geschichte bis 1945. Dass wir der drittgrößte Waffenexporteur der Welt sind, ist nach den USA und Russland. Also wir liegen vor China, wir liegen vor Frankreich, wir liegen vor Großbritannien. Das müsst ihr euch mal überlegen. Ich finde das einen unglaublichen Skandal. Das darf sich unsere Bevölkerung nicht bieten lassen. Wir sind dadurch sowieso schon an allen Kriegen beteiligt und verdienen noch daran. Aber im Übrigen sind wir nicht gegen den Markt. Den Markt gab es schon vor dem Kapitalismus. Der Markt, wo er vernünftig ist, wirkt qualitätserhöhend und kostensenkend. Aber das von uns geforderte öffentliche Eigentum erhöht eben, wie ich gesagt habe, auch die Bedeutung der Demokratie. Viertens sind wir für hohe soziale Gerechtigkeit. Ich muss das hier nicht wiederholen. Wir sind uns einig, wir wollen
einen gesetzlich flächendeckenden Mindestlohn. Und übrigens auch im Europawahlkampf spielt das eine Rolle. Die Menschen haben ja zum Teil auch Angst. Sie wollen nicht Löhne verdienen wie in anderen Ländern, weil hier ganz andere Kostenstrukturen sind. Alle Unternehmerinnen und Unternehmer aus anderen Ländern können auch gerne nach Deutschland kommen. Aber gerade dann braucht man doch einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Wir können uns rumänische Löhne nicht leisten, weil wir auch keine rumänischen Kosten haben. So einfach ist das. Und deshalb müssen wir das einführen, auch zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und dass sich die Union so dagegen wehrt, dafür muss sie mal eine Quittung bekommen. Wir brauchen den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn in Deutschland. Und 21 Mitgliedsländer der Europäischen Union haben den flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Und da wird uns immer erklärt, die müssen alle ökonomisch bescheuert sein. Nur die CDU ist schlau, die das nicht will. Ich glaube, das Gegenteil ist in diesem Falle richtig. Und außerdem brauchen wir angemessene höhere Löhne. Darüber ist gesprochen worden. Wir brauchen die Abschaffung bzw. Reduzierung der prekären Beschäftigungsverhältnisse. Nämlich 1-Euro-Jobs, 400-Euro-Jobs, befristete Arbeitsverhältnisse. Und Leiharbeit, diese moderne Form der Sklaverei. Auch hier muss was passieren, und zwar so schnell wie möglich. Aber wir dürfen nicht vergessen, diese prekäre Beschäftigung in dem Umfang, wie wir sie jetzt erleben, die hat ja einen Sinn. Sie schwächt doch die Gewerkschaften. Geh doch mal zu jemandem mit befristetem Arbeitsverhältnis und sag ihm, er soll doch mal teilnehmen an einer Protestkundgebung vor seinen Unternehmenstoren. Der wird dir sagen, ja, du tickst ja wohl nicht mehr richtig. Wenn der Personalchef mich sieht, kriege ich ja keinen neuen Vertrag. So einfach läuft das. Und deshalb muss ich aber daran erinnern, dieser Umfang prekärer Beschäftigung ist eingeführt worden von Schröder und Fischer, von SPD und Grünen. Das ist die Wahrheit. Das müssen wir den Leuten auch sagen. Und dann haben wir in Deutschland inzwischen einen unerträglichen Niedriglohnsektor. Er muss überwunden werden und er kann auch überwunden werden. Lasst mich an dieser Stelle etwas zu den Aufstockerinnen und Aufstockern sagen. Das ist ja der Höhepunkt. Da arbeiten Leute den ganzen Tag und verdienen so wenig, dass sie nicht einmal das Existenzminimum erreichen. Und dann müssen sie zusätzlich noch Hartz IV beantragen oder eine andere Sozialleistung und bekommen das. Und dann sagt doch Frau Merkel, sie findet diese Art von Doppelentlohnung richtig und sie möchte das fördern. Ja, sagt mal, wo leben wir denn hier eigentlich? Wenn einer einen ganzen Tag eine gute Arbeit leistet, dann muss er doch auch einen guten Lohn bekommen, um in Würde im Sinne des Artikels 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland leben zu können. Und ich sage ganz deutlich, Hartz IV muss weg. Die Demütigungen müssen überwunden werden. Wir wollen eine deutlich höhere soziale Grundsicherung. Und wir brauchen höhere und gerechte Renten, die vor Altersarmut schützen. Die alte Rentenformel muss wiederhergestellt werden. Diese neue Rentenformel führt zu einer ständigen Reduzierung des Rentenniveaus. Und ich finde das besonders übel, dass Grüne immer sagen, man muss die Rente im Interesse der Jungen reduzieren. Das sei der Kompromiss. Und verschweigen, dass die heute Jungen Armutsrenten beziehen werden, wenn wir das nicht endlich anders regeln. Da gibt es gar keinen Generationenkonflikt. Der wird nur herbeigeredet. Und dann müssen wir dafür sorgen, der nächsten Generation ganz klar sagen, die Zeit ist vorbei, wo nur abhängig Beschäftigte in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Alle mit Einkommen müssen einzahlen. Auch Rechtsanwälte, auch Ärzte, auch Bundestagsabgeordnete, alle müssen einzahlen. Und dann ist die Bezahlung gar kein Problem. Und dann kommt noch der dritte Reformschritt, dass wir die Beitragsbemessungsgrenzen aufgeben müssen und sagen, Herr Ackermann, tut mir leid, Sie verdienen mehr, aber Sie müssen von allem, was Sie verdienen, einen Beitrag in die gesetzliche Rentenversicherung zahlen. Natürlich wird dann sofort gesagt, dann steigt ja auch seine Rente entsprechend. Dann müsst ihr antworten, das Bundesverfassungsgericht hat bei einer solidarischen Versicherung erlaubt, die Steigerung abzuflachen. Und dann flachen wir die eben ab. Das ist der Sinn einer solidarischen Versicherung. Und wenn man die drei Schritte ginge,
müsste niemand darüber nachdenken, 2 Jahre Renten zu streichen, wie sie es alle zusammen gemacht haben. Union, SPD, FDP und Grüne, alle zusammen haben es gemacht. Und ich sage das hier ganz deutlich. Das Argument der Demografie ist völlig falsch. Es geht um die Produktivität. Aber was mich noch mehr ärgert, wirklich in diesem Falle richtig ärgert, ist, dass auch wirklich SPD und Grüne das mitgemacht haben. Was ist an den 3 Reformen, die ich gerade gesagt habe, so schlimm? Warum ist die deutsche Sozialdemokratie nicht mehr in der Lage zu sagen, eine Streichung der Rente um 2 Jahre käme mit ihr überhaupt nicht in Frage? Sie schlägt die anderen Schritte vor. Sie ist dazu nicht in der Lage. Ich sage euch, Schröder hat die SPD entsozialdemokratisiert. Und solange sie sich nicht resozialdemokratisiert, ist sie für uns auch gar nicht koalitionsfähig, um das auch mal ganz klar zu sagen. Wir haben selbstverständlich auch gefordert, dass die Rentenwerte Ost endlich an die Rentenwerte West angeglichen werden. Das ist doch keine übertriebene Forderung. Aber im Osten werden niedrigere Einkommen bezogen. Deshalb sagen wir, diese Einkommen müssen dann auch höher bewertet werden, damit man eben für die gleiche Lebensleistung die gleiche Rente bekommt. Auch das ist nicht zu viel verlangt. Aber sie lehnen es alle anderen ab im Bundestag. Und dann haben wir 17 Anträge gestellt, um Rentenübergangslücken, Versorgungsunrecht und Rentenstrafrechte im Osten zu überwinden. Auch das ist erforderlich. Das Rentenrecht ist nicht die Rubrik, wo ich mich mit Biografien auseinandersetze. Das Rentenrecht hat etwas mit Anwartschaftsjahren, mit Beiträgen und vielem anderen zu tun. Und wer eine Vereinigung will, muss auch anstreben, dass Menschen für die gleiche Leistung die gleiche Rente bekommen. Mehr verlangen wir gar nicht, und das ist nötig. Und fünftens geht es uns als Einzige um Umverteilung, als Einzige. Sowohl die Union als auch die SPD, als auch die FDP, als auch die Grünen sind bereit umzuverteilen, und zwar von unten nach oben. Und so dreist, wie das in der Regierungszeit von SPD und Grünen stattgefunden hat, hatte es vorher in Deutschland noch nicht stattgefunden. Und jetzt setzt es die Große Koalition entsprechend fort. Oskar Lafontaine ist auf die Zahlen eingegangen, ich muss das gar nicht wiederholen. Aber wir sind eine Partei, die beides fordert, Steuererleichterungen und Steuerbelastungen. Zum Beispiel für die durchschnittlich Verdienenden, für die Facharbeiterinnen und Facharbeiter. Denn wir haben einen Steuerbauch in der Einkommensteuer. Unsere Einkommensteuer entwickelt sich nicht so, sondern die macht so einen Bauch. Damit die oben nachlassen konnten, mussten sie den durchschnittlich Verdienenden übermäßig belasten. Genau das wollen wir weghaben. Wir wollen auch höhere Grundbeträge, Grundfreibeträge. Aber es stimmt, wir wollen auch einen höheren Spitzensteuersatz. 53%. Radikal. Mächtig radikal. Darf ich darauf hinweisen, dass dieser Spitzensteuersatz unter Helmut Kohl galt? Und das Gerücht, dass der Linksextremist war oder ist, ist falsch. Ist wirklich falsch. Ich kenne ihn. Und es ist richtig, wir schlagen 7% Mehrwertsteuer für Medikamente, Kinderkleidung, Gastronomie, Handwerksleistung vor. Übrigens bei Handwerksleistung, das fördert die kleinen, die mittelständischen Unternehmen, wenn die bloß noch 7% bezahlen müssten und nicht 19% wie heute. Und natürlich schlagen wir eine Vermögenssteuer vor, die Millionärssteuer. Dazu will ich euch aber trotzdem was erzählen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Es hat sich ja jetzt ein Verein von Millionären gebildet. Mir ist nicht ganz klar, wie man da Mitglied wird. Ob man da einen Kontoauszug vorlegen muss oder so, keine Ahnung. Aber die werden ja ihre Regeln haben. Aber dieser Verein, ich meine, es ist nicht die Mehrheit der Millionäre, aber immerhin, dieser Verein hat vorgeschlagen, endlich mal eine Vermögenssteuer bezahlen zu dürfen. Und sie haben 4% vorgeschlagen, wir sind für 5%. Aber wir sagen ja, das muss man für alles bezahlen, was man an Privateigentum mehr als 1 Million besitzt. Also sozusagen, wenn du 1 Million und 100.000 hast, musst du das ja nur für die 100.000 bezahlen, damit das auch klar ist. Ja, ganz bescheiden. Und die kommen, dieser Verein von Millionären, und sagt, sie wollen das gerne schon für das bezahlen, was sie mehr als 500.000 Euro besitzen. Ja, passt mal auf. Ich hätte mir jetzt gewünscht, ich lade ihn hiermit ein. Also einer vom Vorstand kann doch morgen gerne hierher kommen und uns als Millionär von links kritisieren.
dann hören wir ihm geduldig zu. Vielleicht lassen wir uns ja korrigieren. Mal sehen, was er so an Argumenten vorbringt. Aber immerhin, ich habe zu Gauder im Bundestag gesagt, es gibt auch Millionäre, die die Millionärssteuer bezahlen wollen. Das wollt ihr mir nicht glauben. Ich habe gesagt, die kennen Sie bloß nicht. Aber es gibt natürlich auch viele, die wollen sie nicht bezahlen. Und deshalb brauchen wir ein Gesetz, damit die auch bezahlen müssen. So einfach ist das. Wir brauchen eine Börsenumsatzsteuer. Wir brauchen die, jetzt auch von der SPD gefordert wird, von 1%. Hätten wir eine Börsenumsatzsteuer von 1% im letzten Jahr gehabt, übrigens Großbritannien hat 0,5%, also nicht, dass wir was vorschlagen, was es auf der Welt gar nicht gibt, hätten wir die Börsenumsatzsteuer von 1% gehabt, hätten wir eine Mehreinnahme von 70 Milliarden gehabt. Und dann brauchen wir noch etwas. Wir brauchen wieder eine Steuer auf Veräußerungserlöse der Unternehmen. Denn das ist abgeschafft worden von der SPD und den Grünen. Und ihr müsst auch wissen, warum. Das war die Einladung an die Hedgefonds. Die können hier spielen und treiben, was sie wollen. Die kaufen und verkaufen, so oft sie wollen. Niemals müssen sie einen Cent Steuern darauf bezahlen. Und genau das ist nicht hinnehmbar. Deshalb fordern wir Steuergerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Und jetzt gibt es ja eine Frage, die die anderen Parteien alle nicht beantworten. Wir machen noch mal obendrauf Schulden, 90 Milliarden so in dem Jahr. Pilli-Palli, geht alles ganz schnell im Bundestag. Und dann kommt man die Frage, wer soll das eigentlich alles bezahlen? Da gibt es ja keine Antwort. Es gibt nur unseren Weg, den Weg der Steuergerechtigkeit. Und Sie werden diesen Weg versperren. Sie werden keine Vermögensteuer machen, Sie werden keine Börsenumsatzsteuer machen, Sie werden keinen höheren Spitzensteuersatz bei der Einkommensteuer machen, Sie werden auch die Veräußerungserlöse nicht versteuern. Das werden Sie alles nicht machen. Und weil Sie das alles nicht machen, werde ich euch mal schildern, wie man den Zeitgeist auf eine andere Steuererhöhung vorbereitet. Jetzt hat ein Arbeitgeberverband vorgeschlagen, zum 1. Januar 2011 die Mehrwertsteuer von 19% auf 25% zu erhöhen. Dann kommt ein Institut in Hamburg und sagt, also Sie finden das doch sehr vernünftig, die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2011 von 19% auf 25% zu erhöhen. Dann kommt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und sagt, also Sie schlagen vor, die Mehrwertsteuer am 1. Januar 2011 von 19% auf 25% zu erhöhen. Jetzt kenne ich schon alle Sinns, ne? Die Professoren, die im Fernsehen dann immer erklären werden, dass das sinnvoll ist. Natürlich sagen Union und SPD jetzt nein. Bei der Union ist das leicht zu erklären. Frau Merkel hat im letzten Wahlkampf plakatiert, plus 2% Mehrwertsteuer und hätte die Wahlen fast verloren. Sie hat daraus gelernt und plakatiert es nicht mehr. Die SPD hat nicht gelernt. Sie hat beim letzten Mal schon gesagt, sie will keine Mehrwertsteuererhöhung. 0% kommt mit ihr gar nicht in Frage, um mich dann dahingehend zu belehren, dass der Kompromiss zwischen 0% und 2% bei 3% liegt. Das war dann neu. Das war übrigens einer der schlimmsten Wahlbetrügereien, die es je gegeben hat. Und wir sollten nicht aufhören, das zu erwähnen. Und deshalb sage ich euch, nach dem 27. September wird ein Stimmungsumschwung kommen und dann kommen die Ersten, die sagen, vielleicht wäre es ja doch nicht so unvernünftig und so weiter und dann wird das in dieser Richtung beschlossen werden. Und da gibt es noch ein satanisches Argument, das lautet nämlich ja, wenn wir rechtzeitig, also Ende 2009 beschließen, dass wir die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2011 von 19% auf 25% erhöhen, dann kaufen ja die Leute 2010 mehr ein, weil sie ja wissen, es wird alle teurer danach. Und das belebt die Wirtschaft. Also ich will bloß mal sagen, wenn wir jemals so ein satanisches Argument benutzen würden, würden sie uns wirklich in den Orkus schicken. Und das erklären die jeden Tag, ohne rot zu werden. Das ist doch eine Unverschämtheit, diese Art der Erpressung organisieren zu wollen. Also, das stößt auf unseren festen Widerstand. Und ich sage euch, die Frage der Umverteilung ist die entscheidende Frage in der Gesellschaft. Und deshalb ist es unser Alleinstellungsmerkmal, weil wir die Einzigen sind, die es nicht nur sagen, sondern auch bereit wären, von oben nach unten umzuverteilen, während die anderen nur von unten nach oben umverteilen. Und ich sage euch noch was, traut nur Politikern, die vorschlagen, dass sie selber mehr Steuern bezahlen müssen. Warum, liebe Genossinnen und Genossen? Warum, liebe Genossinnen und Genossen, warum, liebe Freundinnen und Freunde und liebe Gäste, müssen wir die Bundestagswahl erfolgreich gestalten? Würden wir bei der Wahl Stimmen verlieren,
Würden wir unter unserem letzten Wahlergebnis landen, verändern wir Deutschland. Und zwar dergestalt, dass das Land unfriedlicher wird und noch unsozialer wird. Sie hätten nicht die geringsten Hemmungen. Denn Sie gingen ja davon aus, dass Ihre Militäreinsätze die Wählerinnen und Wähler nicht gestört haben. Sie gingen davon aus, dass die Umverteilung von unten nach oben die Wählerinnen und Wähler nicht wirklich gestört haben. Wir haben ja verloren. Sie fühlten sich bestätigt und würden diese Politik geradezu dramatisch fortsetzen. Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen. Und wir müssen ihnen jetzt schon die Wahrheit sagen über das, was nach dem 27. September passieren wird. Aber wenn wir in fairer und solidarischer Diskussion, selbstverständlich, auch mit einigen Änderungen, unser Wahlprogramm morgen beschließen werden, möchte ich, dass von diesem Parteitag eine Aufbruchsstimmung ausgeht. Eine Stimmung, durch die die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland mitbekommen, wir sind nicht mehr mit uns selbst beschäftigt, wir führen keine Ideologiekriege, nein, wir wollen Deutschland und Europa und ein bisschen sogar die Welt verändern, und zwar indem diese Welt friedlicher und sozial gerechter wird. Wir wollen Armut überwinden, was nicht geht, wenn man nicht bereit ist, Reichtum zu begrenzen. Bürgerinnen und Bürger müssen spüren, dass wir diesbezüglich höchst zuverlässig und auch höchst realistisch sind. Dass wir die Einzigen sind, die sich niemals dem neoliberalen Zeitgeist unterworfen haben und dies auch künftig nicht tun werden. Deshalb sind im Augenblick alle Debatten über Regierungsbeteiligung auf Bundesebene neben der Sache, weil die anderen Parteien noch so neoliberal sind und so sehr an Militäreinsätzen interessiert sind, dass keine von diesen für uns zurzeit koalitionsfähig ist. Sie müssen sich wandeln, insbesondere SPD und Grüne. Wir müssen uns so ein bisschen verändern, aber die müssen sich so verändern. Das ist das Entscheidende. Und die Aufgabe müssen Sie erst mal erledigen. Wir sind die Partei gegen Kriege. Wir sind die Partei für soziale Gerechtigkeit. Wir sind die Partei für hohe Bildung und hohe Kultur in Chancengleichheit. Und dafür müssen wir kämpfen. Das müssen wir deutlich machen. Und wenn uns das auf vernünftige, kulturvolle Art und Weise morgen und in den Wochen danach gelingt, dann bin ich sicher, dass wir ein Ergebnis von 10+x% erreichen. Das Wichtige an unserer Wahl ist eben nicht eine Selbstbestätigung, sondern die Wirkung auf den Zeitgeist, auf die Medien, auf die Bevölkerung und auch auf die anderen Parteien, die mehr als durcheinander gebracht werden sollen, sodass sie sich durch unser gutes Wahlergebnis gezwungen sehen, ihre Politik zu verändern. Darin besteht unser Wert. Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern klar machen. Deshalb geht es bei dem Zugewinn an Stimmen nicht um uns, sondern um die Veränderung der Gesellschaft im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. In diesem Sinne möchte ich ab jetzt mit euch und vielen anderen zusammen kämpfen. Und zwar so kämpfen, dass wir ein tolles Ergebnis erzielen. Die anderen Parteien sich maßlos unverdient ärgern. Wir dann einen Abend auch mal ausgelassen feiern können. Wer sich selbst nichts gönnt, gönnt in der Regel auch anderen nichts. Wer sich nicht freuen kann, bringt in der Regel auch anderen keine Freude. Wir werden das Gegenteil beweisen. Aber danach wird wieder hart gearbeitet werden. Und der Erfolg besteht darin, dass wir für die Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag geleistet haben, dieses Land zu verändern. Denn es ist wahr, je stärker die Linke, desto sozialer das Land. Dankeschön.
Herzlichen Dank an Gregor für die wunderbare Einleitung in den Endspurt für heute. Es ist mir auch eine Freude, noch weitere Gäste unter uns begrüßen zu können. Zum einen Francis Wirtz, den bisherigen Vorsitzenden unserer Fraktion im Europäischen Parlament. Horst Schmidhenner, Leiter der Verbindungsstelle Soziale Bewegung bei der IG Metall. Wolfgang und Frieda Haug, Mitherausgeber des kritisch-historischen Wörterbuch des Marxismus. Andrea